Warte, eine Sekunde. Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem neuen Video auf unseren Kanälen. Germany will say, voilà, der Burger hat nicht geschmeckt. Heute machen wir ein Solarerklärungsschleim. Das ist so ein Schleim, der ist, wenn Sonne halt da ist, dann wird der... Warte mal, ich muss kurz noch nachlesen, was das ist. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Hallo. Warte mal kurz. Dann wird der pink, aber erst normalerweise ist er einfach undurchsichtig. Hallo, Entschuldigung. Ah ja. Ja. Du willst jetzt Fernsehstar, ja? Ja. Dazu benötigt ihr auch nicht allzu viele Zutaten. Die muss ich leider erklären, weil Erkoboy weiß nicht, wie man liest, zufälligerweise. Okay. Also als Star weiß ich nicht, aber Fernsehstar ist fast die Kamera. Ja. Ich sehe schon aus wie Erkoboy. Also braucht ihr so ein Reagenzglas, wo ihr einfach alles zusammenmixt. Ihr könnt auch eine Schüssel einfach mit Deckel nehmen. Dann benötigt ihr auch noch einen Messbecher, damit ihr es einfach abmisst. Dann noch ein Päckchen farbwechselndes Schleimpulver. Das könnt ich verlinke euch das mal. Das kostet nur 1 Euro oder so. Keine Ahnung. Das könnt ihr dann da kaufen. Und außerdem noch ein Spatel. Und eine Schere. Natürlich ein bisschen Wasser auch noch dazu, aber das hat, glaube ich, hier zu Hause, ne? Ja. So, dann fangen wir mal direkt an. So, wir müssen erstmal 75 ml hier in das kleine Gefäßchen reintun. Reingießen. So, dafür nehmen wir erstmal hier unsere super duper Wasserflasche, Glas. Und dann. So, spiele ich erstmal vor. Der jeden Matrosen die Hosen stiehlt. Aha. So einer sind sie. Ja. Und gehen so rein. Digga, da sind komische Stückchen drin, ist das normal. Das Wasser haben wir. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. So, wir füllen das erstmal hier so rein dafür. Einfach in diese Schüssel da. Ja. Das Reagenzglas. So, und dann schießt es natürlich gut. Jupp. Oh, ich habe das euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe hier selber reingeschlitzt, Erkoboy, ja. Und ja, das tue ich mal am besten hier hin, so. Boah, da nach oben. Das läuft das schon richtig gut. Oh, das ist gut. Das ist eine riesen Schwinde da. Darf ich fragen, wie die Stimmung ist? So. So, dann packen wir noch dieses Pulver für diesen Schleim einfach hier rein. Es darf nicht stauben, weil sonst ist es vielleicht nicht so gut in den Augen oder so. Dann rühren wir uns einmal um. So, wir machen das zu und schütteln das 30 Sekunden lang. Digga, da kommt was raus. Richtig fest so. Hab ich. Hau ab! So, komm, geh zur! Geh zur! So, jetzt müssen wir. Kannst du Deutsch? Der spricht kein Deutsch! So, wir haben jetzt so ein paar Minuten geschüsselt, der Schleim ist fertig. Ja, wir können jetzt eigentlich schon zum nächsten Schritt übergehen. Was ist das denn für ein Ball? Lass mal gucken, was ist das denn? Aral. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Sponsor, Aral. Was sagen wir euch, was? So, Aral hat eine große Möglichkeit an Sachen, die man kaufen kann. Wie soll ich es erklären? Insektenlöser, Glasreiniger, noch mehr Glasreiniger. Ein Reiniger, ein LKW, ein Ball, ein Insektenlöser. Guck mal, wie dreckig das ist, wenn ihr nicht bei Aral tankt. Und das ist das Aral Diesel, das ich immer tankt. Danke fürs Zuhören. Das war... Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir packen diesen Schleim unter eine Lampe und dann auch unter das Sonnenlicht und dann müssen wir mal schauen, ob sich das verfärbt. Ja. So, jetzt halten wir es unter diese Lampe und dann auch unter das Sonnenlicht. So, jetzt seht ihr, dass es sich pink verfärbt hat. Ja. Auf jeden Fall. Muss sie aus wie ein Kackhaufen. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Stopp! Sonst kriegt sie gleich einen auf den Schnauzer. Was hast du denn mit dem Video? Ja, das war's auch mit dem Video. Ja,
Abo und Glocke, nicht vergessen, Like und Abo. Ja. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Nein, das hältst du deine Schnauze! Du Oberticker! Guckt mal bei Erko Boom vorbei, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sind bei Aral vorbei, wir verlinken euch da ein paar Sachen. Kauft diese ganzen Produkte. Ja, und macht es auch gerne mal selber nach. Und tüdelü! Ich habe alles draußen! Ich wollte, dass die jetzt alle sind. Ich kann es nicht mehr hören! Und dann fängt er los zu brüllen, aber wie ein Irrer, ehrlich, wie ein Irrer. Wegen seinen...